Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Acer Games. Heute möchte ich euch meinen neuen Supercomputer vorstellen. Naja, super ist er vielleicht nicht, aber wie ihr wisst, ich baue ja Computermodelle und das hier ist mein neuestes. Ich will euch jetzt alles mal zeigen, was der kann. Es gibt ganz viele Neuerungen gegenüber dem letzten. Als erstes, hier haben wir einen Tageslichtsensor, also der geht an, wenn man, ja, wenn es Tag wird. Und dazu gibt es auch noch hier den normalen Anmacher. Ich zeige euch jetzt erstmal den normalen Tageslichtsensor. Da mache ich erstmal Timeset 0. Da geht erstmal oben das Lämpchen an. Und ja, diese ganzen Befehle stehen da, diese ganzen Sachen von dem Commands Block stehen da. Jetzt kann ich hier, das habe ich auch neu eingebaut, über die Tastatur kann ich Sachen steuern. Kommandos, die sind auf der Festplatte gespeichert, also Zeit auf 0 gesetzt, da gehe ich nicht drauf, da wird es erstmal Nacht. Hier ist, ja, Spielmodus in Kreativmodus, schönes Wetter, Regenwetter und so weiter und so fort. Die kann ich erst benutzen, wenn ich den PC, den einen PC anhabe, also ich zeige euch das gleich mal eben. Je nachdem, also erstmal muss man hier einen Knopf drücken. Das kann man jetzt nicht so gut sehen. Ja, genau, jetzt hat er umgeschaltet. Also erstmal den Knopf drücken, dann den. Dann jetzt haben wir umgeschaltet und jetzt können wir hier unten die Reihe benutzen und dann und erstmal ja auch die Festplatten. Aber jetzt möchte ich euch erstmal noch das Innenleben zeigen hier von dem Ding. Das ist ein einziges Wirrwarr. Also hier oben sind jetzt die beiden Lampen angeschlossen. Die beiden Festplatten, also ich habe zwei Festplatten, die liegen übereinander hier. Die andere, wo alles gesteuert wird, die ganzen Kommandos, liegt hier. Dann habe ich hier einen Dual-Core-Prozessor. Ja, ich weiß nicht, ob die Bezeichnung, ob man das wirklich so nennen kann. Jedenfalls läuft das Ding hier über zwei Kerne über einen. Das wäre wirklich hart schwer zu machen. Ja, das hier ist nochmal der Arbeitsspeicher. Hier werden diese Eingangsbefehle gespeichert. Hier unten nochmal die Grafikkarte, wo einige Sachen von der Festplatte auch drüber laufen. Mit Grafikkartenlüfter, der ist zurzeit nicht angeschlossen, kann ich mal eben machen. So, hoppala, jetzt brechen wir mal hier aus. Ich zeige euch mal eben, was die Festplatte kann. Die hier, da kommen jetzt irgendwelche High-Sachen, da blinkt auch die Lampe. Und bei der anderen weiß ich gar nicht, was das dann darstellen soll. Ja, irgendeine moderne Kunst. Hier hinten ist das ganze Kabelgewirr, das sieht wirklich hart schlimm aus, aber hier kann man noch wenigstens den Überblick ein bisschen behalten. Hier unten gehen die ganzen Kabel und die Leitungen von der Tastatur durch. Und ja, hier in der unteren Reihe will ich euch eben noch zeigen, das sind verschiedene ja, Grundspielregeln da. Zum Beispiel, dass Zombies nichts droppen oder Creeper keine Zerstörung machen und so weiter und so fort. Aber ich denke mal, ich werde das als Download freigeben. Vielleicht steht es jetzt nicht direkt in der Beschreibung, aber ja, wenn es euch gefallen hat, dann like doch bitte. Bis dann!